Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück beim großen Pharao in der großen Kampagne von Ägypten, wo wir wieder von Makedonien angegriffen werden. Von 2000 makedonischen Truppen verteidigen nur noch 1000 ägyptische. Ich muss dieses Gefecht machen, weil sonst kommen wir einfach in die Misere, dass wir, nichts mehr machen können, weil wir beim Rückzug dann nur noch mit einzelnen Armeen verteilen können, während der Gegner die weiterhin aufstellen kann und uns dann natürlich überrennen würde. Und deshalb muss ich es weiter so durchziehen. Muss natürlich versuchen, so viel wie möglich von den noch intakten Truppen einzusetzen. Und wir werden natürlich unsere Ballisten gut einsetzen. Werden von Anfang an explodierende Geschosse nehmen. Hat den Hintergedanken, dass die Geschosse ein bisschen höheren Flächenschaden haben. Ach, wir haben Pikeniere als Anführungstruppe. Guck mal, das ist doch mal eine Aufstellung. Damit ich die Feldartillerie wenigstens etwas schützen kann, muss ich die hintereinander stellen. Sonst kriege ich ein Problem. Da stellt die auch so mal ein bisschen auseinander. Geile Scheiße. Das wird so ein Kack. Jetzt muss ich echt mal gucken, was an Verstärkungstruppen noch kommt. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, ich weiß. Das Problem ist, der wird sich sammeln. Und dann stehe ich hier. Mein einziger Vorteil ist wirklich, dass die Feldartillerie noch recht fit ist. Kann da also noch recht viel rausholen. Ich habe noch recht viele Bogenschützen. Ist natürlich auch ein guter Vorteil. Auch wenn ich die im Moment beschissen schützen kann. Da kriege ich echt Plack. So, geht mal vor. Könnt euch da ja im Wald verstecken. Vielleicht nicht ganz da vorne im Wald. Ich sehe ja schon, dass der Feind da irgendwo lungert. Vielleicht auch nicht bis dahin im Wald. Schön, immerhin sind die schon auf dem Weg. Das bedeutet, der verbindet die Truppen nicht sofort, sondern versucht, offensiv gegen meine Truppen vorzugehen. Und das ist eine gute Nachricht. Oh, ich habe nicht mal... Habe ich keine Elefanten mehr? Aber ich hatte noch eine Elefantentruppe übrig letztes Mal. So, die auch mal auf explodierende Geschosse. Gut, da kommen die ersten explosiven Geschosse. Vor allem deren Moral ist natürlich auch am Ende, ne? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Deshalb, wir werden mal auf Feuerpfeile gehen. Und Feuersperre. Oh, ich muss meine Reiter retten. So, da liegen schon die ersten paar. Oh, wir haben da die Eidgeschworenen. General!
Ach, hier haben wir eine Bogenschützeneinheit falsch aufgestellt. Na komm, feuert. Mal kurz Pause. Weil wir müssen jetzt mit unseren Schützen auch mal eben. Da haben wir nämlich noch keine Feuerpfeile angegeben. Unser General wird angegriffen. Ja, ja, ich weiß. Und wenn er nämlich so in den Reihen angreift, dann ist das super. Weil wir können jetzt die keltischen Stammeskrieger da einfach ausschalten. Mit etwas Glück machen wir die Eidgeschworenen jetzt auch auseinander. So, und jetzt wieder weg. Und die anderen hängen nämlich alle an meinen Lanzen fest. Die Lanzen, die erledigen die. Egal, was da kommt, ob es ein keltischer Stammeskrieger ist oder was auch immer. Stopp mit den Ballisten, kein Feuer mehr. Alle meine Fernkämpfer auch mal Vorsicht. Oh, habe ich da die Kavallerie aus Versehen drin? Machen wir die Kavallerie mal auf 5. So, bitte mal umändern auf normalen Beschuss. Alle Plänkelmodus aus, Feuer frei aus. Und jetzt müsst ihr die Eidgeschworenen angreifen. Weil der General, der steht jetzt da passiv rum. So, jetzt wird er nämlich angreifen. Aber wenn ihr mit den Pfeilen den mal bombardiert ein bisschen, dann wird er nicht weit kommen. Das wird ihn ausbremsen. ...55... Da haben meine Bogenschützen nochmal einen Rang gemacht. ...46, 44, 39... ...35... Gleich sollte der feindliche General auch erledigt sein, der da drin ist. Oder der ist schon tot. Da sind die schon mehr schwer mitgenommen. So. So, jetzt versuchen wir die noch eben auszuschalten. Wir haben ja noch genug Munition. Gut, das wollte ich mich noch haben. Jetzt ist nämlich der Rest egal. Verzieht euch da. So, ihr bitte darüber. Die bleiben erstmal im Block. Ballisten. Na, lassen wir erstmal so. Dann schicken wir unseren Scout wieder los. So, da kommt nämlich eine Plänkler-Kavallerie. Und das sind nämlich genau die Sachen, die mich ordentlich anpissen werden nachher. Ha, weil jetzt kommt die Hauptstreitmacht. Und das wird jetzt erst schwierig. Der greift doch vom Winkel her einfach ganz anders an jetzt.
So, dann macht mal Feuer frei. Ihr müsst einfach mal mit Steinen die Plänker-Kavallerie angreifen und so weiter. Die Söldner-Kavallerie muss da einen abkriegen. Dann haben wir hier, es muss alles, was eigentlich Fernkampf ist, Steinschleuderer. Hier die keltische leichte Söldner-Kavallerie muss mit Steinen bombardiert werden. Wir haben hier an der Seite leichte Peltasten, die müssen bombardiert werden. Hier vorne hatten wir diese Steinschleuderer, die müssen bombardiert werden, beziehungsweise auch die Plänkler-Kavallerie muss bombardiert werden. So, dann haben wir den noch frei. Der kann jetzt feuern. Der geht auch auf die keltische leichte Söldner-Kavallerie. Und ich sehe schon wieder, dass dadurch, dass ich natürlich hier wieder wie der Held im Erdbeerfeld... So, geht mal da rein als Bürgerkavallerie. Ihr müsst die mal kurz aufhalten. Genau, geht mal bitte auf die. Hauptsache meine ganzen Ballisten kommen hier einfach wie Kacke zusammen. So, gut, da sind die ersten platt. Hier stehen die einfach nur rum gerade. Da vorne ist ein Mob. Den können wir einfach in Ruhe lassen erstmal. So, stopp mit dem ganzen Kack. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, jetzt geht's natürlich los mit meinen Ballisten, die nach und nach ihre Munition verbrauchen. Die haben einfach da hinten noch so viele Truppen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich weiß nicht, wie ich mich gegen die verteidigen soll. Ich habe nichts fern, also nichts mehr, wo mich angreifen könnte, großartig. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, Kommandant, Pikeniere! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Boah, geht weg mit euren dämlichen Hopliten, ey. Es kann doch nicht wahr sein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Und das ist mein Problem, der hat zwei volle Truppen da irgendwo rumstehen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und das ist es dann, die erledigen mich jetzt. Genau, jetzt macht ihr mal... Ah! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ne, jetzt ist vorbei. Jetzt ist egal, was ich mache. Meine Truppen sind alle... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Viel zu schwach, sind erschöpft am Ende. So, sollte versuchen, meine Ballisten noch zu retten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Solange ich halt noch kann. Ja. Meine gesamte Einheit ist umgekommen. Das war's, Freunde der Spielkultur. Da kann ich leider nicht mehr gegenhalten. Deshalb sage ich jetzt meinen Truppen, zieht euch alle zurück. Alle runter vom Schlachtfeld. Das ist ein schändlicher Anblick. Auch ihr, meine Freunde. Weg. Leider keine Chance mehr, da irgendwas zu verändern. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Tja. So stirbt Ägypten. Das alles nur wegen den Verstärkungstruppen, die da noch hatten. Ach, was ein Heckmeck. Verdammt, ey. Zwei gute Armeen gegen die letzten aufbäumenden makedonischen Truppen mit ihren paar Unterstützern. Vor allem, mein Gott, was hatte ich hier für gute, ranghohe Truppen, aber ich hätte halt nicht fliehen können. Das ist genauso wie jetzt hier. Der flieht und es wird wahrscheinlich eine Truppe nachziehen und den platt machen. Tja, vollständig zerstört. Mein Ziel ist nicht mehr verfügbar. Plus 10 auf Zahl der Kriegselefanten. So, hat er hier minus 9. Dann werden wir mal noch ein bisschen Essen machen. Nehmen wir mal die Steuern hier raus aus der Provinz. Hat er nur minus 2. Sonst habe ich nächste Runde mich hier den ein oder anderen bösen Sklaventreiber drin. Und das hier geht auch nicht, da müssen wir auch mal Gas geben. So, Agora Stufe 1, dann machen wir hier Forschung. Der hat plus 27 im Moment. Können wir also weiter so ausbauen, beziehungsweise so lassen. Dann können wir ja die, genau, den auf 3 machen und den auch auf 3. Gehen wir mal eben auf Quartiersmeister rüber, weil wir müssten ja auch, hier haben wir jetzt Peltasten gebaut. Schön. Weil jetzt wäre natürlich geil, wenn ich irgendwas anderes noch hier bauen könnte. Und stattdessen kann ich nämlich nur leichte Infanterie bauen, die irgendwo noch Sinn macht. Weil ägyptische Pikeniere, ja, schön und gut, aber die sind relativ schwach. Vor allem, wenn man bedenkt, wie weit wir im Spiel schon fortgeschritten sind. Was soll ich mit denen? Kann ich echt eintüten, den Kram. So, hellenische königliche Garde. Dann brauchen die hier jetzt entweder die Schockkavallerie. Und natürlich die galatische königliche Garde. Das hatten wir alles schon geguckt. Und hier haben wir noch Sachmaris Stolz. Die waren jetzt fertig nämlich. Dann können wir die nämlich wirklich schon an die Grenze schicken. Von Persien. Boah, das ist so kacke, weil ich hier rein muss. Ich muss nach Gor rein. Oder ich muss Persien halt dazu bringen, dass die einen König-Klientel von mir werden. So ein Schmarrn einfach. Ja, jetzt war ich ganz kurz abgelenkt vom Fernsehen. Ah, weil einfach Deutschland spielt. So, ab rein da mit dir. Aber es kann ja natürlich nichts holen, weil der noch im Gewaltmarsch ist und ich kriege das jetzt nicht mehr raus aus denen. Aber wir könnten hier mal gucken, ob wir den übernehmen können. Toll! Einer meiner besten Agenten
Wurde mal eben ausgeschaltet. Plus 6 Bewegungsreichweite. Chance auf kritischen Erfolg nehmen wir mal mit. Wie sieht das bei dem aus? Attentat, Kacke, Versuchung. Toll. Hier unten haben wir ja auch noch drei Agenten genau vor meiner Stadt stehen. Uah, fette Fliege bei mir im Raum. Tja, die müssen ja erstmal stehen bleiben. Hier links haben wir unsere Belagerung laufen. Da können wir aber jetzt auch unsere zweite Armee vorziehen. Ja, diese stehen natürlich jetzt im Winter gut da. Haben sich auch wieder verbarrikadiert. So wie die letzte Armee, die von denen hier schon rumgelungert hat. Und dann können wir direkt hier Nahrung und Freude noch ein bisschen weiter ausbauen. Boah, es gibt so viele Schlachten und sie würden einfach so lange dauern. Ich muss das gerade ein bisschen selektieren. Oh. Okay, können wir den nicht überzeugen? Jetzt haben wir noch genug Geld, um es nochmal zu machen. Unter Druck setzen mit unserem Streiter. Ah ne, mit unserem Spion war es. Er kann ja weiter stehen bleiben hier oben. Ah gut, da ich es gerade noch sehe. Hier müssen wir natürlich einen anderen Tempel setzen. Ach, eigentlich müssen wir den auch umsetzen. Und das hier können wir auch abreißen. Ich brauche den Mumpitz nicht. So, feindliche Agenten auszuweichen, Unruhe stiften, Manipulation überzeugen. Nehmen wir mit. Jason ist auch fertig. Machtdemonstration, Bewegungsreichweite, Manipulation überzeugen, Attentat, Einzelkampf, Verwunden von feinen Charakteren. Wieder Manipulation überzeugen erhöhen. Jetzt haben wir hier noch minus 5 drin. Wir machen da einfach mal die Steuern raus. Ich habe genug Geld. Dann sollen die sich erstmal hier ausbauen und gut ist. Jetzt habe ich natürlich hier nicht die Möglichkeit, gerade das weiter auszubauen, weil keine Kohle mehr. Gerade noch gesagt, ich habe genug Geld. Ich sag mal, ich werde jetzt diesen Angriff hier anfangen. Ich verliere dann. Vor allem, warum sind meine sichere Streitwagen denn? Weil ich jetzt durch die zurück. Ah, schön, ich schaffe es nicht ganz zurück. Also muss ich kämpfen. Das aber beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Rome 2, große Kampagne mit Ägypten. Bis dahin, ciao Freunde und ich bin froh, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.